So, mit einem Tag Verspätung melde ich mich dann wieder zurück bei euch mit einem, ja, mehr oder weniger neuen Video, denn ich habe mir in den letzten Tagen ein bisschen viel Zeit genommen für meine Küche, die es dringend nötig hatte, mal ein bisschen umgebaut zu werden. Und so ging natürlich viel Zeit drauf und das ist meistens die Zeit, die ich dann für die Videos brauche. Entsprechend ist das Ganze jetzt nun hier mit einem Tag Verzögerung für euch. Ich versuche ja immer mittwochs für euch hochzuladen. Heute gibt es also ein Video, wo ich dann unerwarteterweise viel zu viele Informationen bekommen habe, vor allem sehr viel Historisches, sehr viel aus dieser typischen Gründerzeit hier in Leipzig um 1900 und auch noch ein paar Jahre zuvor. Ich hatte da zwischenzeitlich Schwierigkeiten überhaupt rauszufiltern, was ist denn jetzt für euch wissenswert und was eher so lala. Aber ich denke mal, ich habe das Beste soweit rausgefiltert. Also gibt es heute für euch ein Video, was schon mal hochgeladen war, aber wo ich mit altem Material noch ein bisschen aufgefüllt habe, aufgestockt habe und somit auch sich die Videozeit deutlich verlängert hat. Also gibt es heute auch mal ein Video mit ein bisschen Überzeit. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß dabei und ihr hört mir gleich ein bisschen zu. Also, bis gleich. Wir sind Urbex LE direkt aus Leipzig und in diesem Video zeigen wir euch das Hotel und Restaurant Bayerischer Hof. Ja, und wenn man hier nach Leipzig guckt und sucht verlassene Hotels, dann findet man immer bloß eins und das ist das Hotel Astoria. Das Hotel Astoria ist natürlich ein Mahnmal, wenn man will, für sich und eine Story, die man echt nicht glauben kann. Ein Hotel von so enormer Größe, mit so viel Geschichte und mit so viel Luxus, so zentral gelegen, hier 25 Jahre verkommen zu lassen, ist echt eine riesige Schande und das kann sich auf jeden Fall die Stadt Leipzig hier an die Kappe schmieren, dass man da nicht vorher schon was getan hat. Gut, vielleicht waren die Gelder nicht unbedingt da und man hätte eigentlich sofort gleich halten müssen. Ja, am Ende passiert ja jetzt zum Glück was, aber wenn ich dann diese Klagen höre in den Medien, dass der klagt wegen Dreck und der klagt wegen Lärm und bla bla bla, da schwillt mir echt der Kamm. Die sollen alle froh sein, dass endlich mal wieder hier was für die Stadt getan wird, aber sowas kann ich echt nicht nachvollziehen. Wenn man auf alle Fälle hier mit dem Zug nach Leipzig gekommen ist, dann ist man ja aus Richtung Norden gekommen und dann konnte man rechts rum gehen in die Westhalle, also Westhalle vom Leipziger Hauptbahnhof, und links rum ist man in die Osthalle gekommen. Wenn man durch die Osthalle durchgeht und dann etwa 150 Meter weiter geradeaus, da kommt man in die Wintergartenstraße. Die Wintergartenstraße, eher bekannt für ihr Hochhaus, das Wintergartenhochhaus, ein, glaube ich, 30-geschossiger Wohnkomplex, markant vor allem wegen dem großen, leuchtenden, blauen Messezeichen. In dieser Straße ließ Friedrich Ludwig Degener, der Inhaber einer Farbwarenhandlung, im Jahr 1852 an der Wintergartenstraße 13 ein zweigeschossiges Gebäude bauen. 1858 hatte sich die Zahl der Gebäude in der Wintergartenstraße von 4 auf 8 verdoppelt. Unser Hotel wechselte mehrmals die Hausnummer von 4 zu 6, bis man dann schlussendlich auch bei der Nummer 13 blieb. Auch die Zählweise, wie man damals Häuser nummerierte, änderte sich zwischenzeitlich. Das Bauwerk wechselte 1862 den Besitzer. Von da an ist hier Heinrich Münch mit einer Kolonialwarenhandlung im Gebäude vertreten. In 1874 verkauft Münch dann sein Haus samt Geschäft an Heinrich Rudolf Frieling, welcher das Unternehmen seines Vorgängers als Firma Heinrich Münch fortsetzt. Im Verwaltungsbericht der Stadt Leipzig 1887 ist nachzulesen, dass ein Neubau bestehend aus Vorderwohnbau mit Seitenflügel entstanden sei. Das Vorderhaus wurde 1888 abgerissen und neu errichtet. Es besitzt nun 3 Etagen plus dem ausgebauten Dachboden. Außerdem gibt es nun 3 Wohnungen im Gebäude und 5 Verkaufsflächen. Die Kolonialwarenhandlung von Münch wurde bis Ende März 1888 am alten Standort weitergeführt. Die Läden im neuen Vorderhaus wurden zuerst von einem Schuhmacher, einer Ofen- und Gusswarenhandlung sowie einer Kammerwarenhandlung und einer Backwarenhandlung genutzt. In den oberen Etagen fand der Deutsche Kellnerbund gleich auf 2 Geschossen und
dem ausgebauten Dachboden Platz für Büros und Sitzungsräume. Seit 1989 findet man nun auch einen Blumenladen und eine Zigarrenhandlung im Haus. Ein Jahr darauf kommt eine Korsett- und Damenbedarfshandlung hinzu. Somit teilen sich Anfang der 1890er Jahre 7 Händler die zur Verfügung stehenden Verkaufsflächen. Ein erster Hinweis auf eine Gastronomie findet sich 1896 im Leipziger Adressbuch mit Peter Büschel, der hier 1895 ein Wiener Café eröffnet hatte. Im Jahr 1898 wird ein Hotelbetrieb aufgenommen. Gastwirt Johann Friedrich Manngatter mietet sich auf gleich 3 Etagen ein. Peter Büschels Café läuft parallel weiter. '99 hört man erstmalig vom Hotel König Albert. Johann Manngatter gab sein Geschäft 1903 an Paul Kretschmer ab. Mit Bernhard Dittrich setzt Kretschmer nun seinen eigenen Geschäftsführer ein, der gleichzeitig auch der Herr des Zigarrenladens im Erdgeschoss war. In der Zwischenzeit übernahm die Witwe von Peter Büschel das Café ihres Mannes, die Geschäfte allerdings aufgab, sodass das Café schlussendlich 1903 in den Hotelbetrieb integriert wurde. 1911 wechselte der Eigentümer erneut. Heinrich Rudolf Frieding verkaufte das Hotel an den Brauereivertreter Max Sickert. Das Hotel König Albert geht nun in die Hände von C. Müller, was nicht so ganz nachvollziehbar ist, weil eigentlich wurde es ja verkauft an Max Sickert, aber ich habe dazu keine anderen Quellen gefunden. Langjährige Gewerbemieter wie der Tabakladen von Paul Grimm und die Filiale der Bäckerei Oehlmann wurden darauf gekündigt. Im Jahr, als die Titanic in See stach, also 1912, übernimmt Georg Herbold, der vorher den Fürstenhof dirigiert hatte, die Beherbergungsstätte Hotel König Albert. Von da an kommt der Name Hotel Bayerischer Hof zum Tragen, ab 1925 dann Bayerischer Hof und ab Ende 1928 Bayerischer Hof. All diese Angaben aus dem Adressbuch suggerieren, vermutlich kam es auch in dieser Zeit zu massiven Umbauten am Dach, allerdings ist nicht ganz klar, wann das nun wirklich passierte. Die Namensänderung, daraus lässt sich auf jeden Fall schließen, dass man einfach mehr oder weniger es einfach halten wollte und dieses Bayerischer Hof ist, glaube ich, für jeden, der es schneller aussprechen will, dann auch leichter als Bayerischer Hof, wenn man ehrlich ist. Später hat man dann überlegt, ob es nicht vielleicht auch daran lag, dass die DDR einfach dieses Westliche nicht so ins Haus holen wollte, ins Zentrum der Stadt. Aber ich glaube, es lag eher daran, dass man das besser aussprechen konnte. Bis in die 40er Jahre änderte sich neben den Betreibern nicht viel. Nach dem Zweiten Weltkrieg verschwanden die übrigen Läden im Erdgeschoss des Hotels und spätestens ab 1954 wurde das Hotel der staatlichen Handelsorganisation HO angegliedert. Ab diesen Tagen trug das Hotel nun den offiziellen Namen HO Hotel und so wurde es auch im Branchenführer 1955 erwähnt. Dieser Name blieb bis 1990. In den frühen 90er Jahren beherbergte das Erdgeschoss ein Restaurant namens Michel,
während der Rest des Hotels schon ab Mitte 1990 leer stand. Für das Restaurant kam das aus 1995. Somit stand das ganze Hotel, das ganze Gebäude ab 1995 leer. Im Mai 1998 brannte es dann das erste Mal im Gebäude und im August 2008 kam es dann nochmal zu einem verheerenden Dachstuhlbrand. Alles natürlich mit Brandstiftung und man hat bis heute keinerlei Täter fassen können. Ja, was gibt es noch zu dem Hotel zu erzählen? Um 1900 kostete wohl das Bett 1,70 Mark oder 1,75 Mark, habe ich glaube ich gelesen. Also aus der heutigen Zeit sehr billig, aber damals war 1 Mark oder 2 Mark ja noch deutlich mehr Geld, als es das heute so den Anschein macht. Im Hotel selber, man sieht, das Erdgeschoss war fast komplett leer gebrannt. Alles war kaputt, die Fensterscheiben waren völlig zerstört. Und der große Aufgang, wo man in die oberen Etagen kommt, war nur noch zur Hälfte betretbar, denn dort lag die halbe Treppe auf der Treppe und es gab einen riesigen Dachdurchbruch, sodass man dort nirgendwo mehr hochgehen konnte. Wir mussten dann das zweite Treppenhaus nutzen und da konnte man dann bis hoch. Allerdings konnte man auch dort nur einen gewissen Teil des Hotels betreten. Man hatte zwischendurch Angst, dass man runterfällt, weil die Decken sich so ein bisschen zur Seite neigten. Und auch ganz oben bin ich dann auf allen Vieren über den Boden gekrochen, um halt noch ein bisschen mehr zu sehen, um das Gewicht ein bisschen zu verteilen. Aber irgendwann war dann auch Schluss und Bilder sind schön, aber gesund nach Hause kommen ist dann doch immer ein bisschen besser. Und somit haben wir dann auch an dieser Stelle abgebrochen. Ja, ich verlinke euch unten mal noch ein Video, wo man das Hotel von außen sieht. Wir haben das mehr oder weniger ein bisschen vergessen, weil es war alles ein bisschen stressig, dort schnell und ungesehen reinzukommen. Ein Wort noch zum heutigen Zustand. Das Gebäude ist heute noch nicht vollständig, aber so gut wie komplett saniert. Es bleibt also erhalten, es ist ja auch denkmalgeschützt. Es ist ein sehr, sehr schönes Gebäude. Interessant wird sein, ob man die alten Reklamen erhält. Ich hoffe, dass die auch mit zum Denkmalschutz zählen. Das Gebäude ist jetzt als Wintergartenpalais bezeichnet und hier sollen natürlich Wohnungen rein, Lofts rein, Geschäfte rein und so weiter und so fort. Und das ist schön, dass das hier alles so dann doch recht zügig ging und dass das Gebäude auch zum Glück hier erhalten bleibt. Um die Ecke rum befand sich übrigens auch noch ein Hotel und direkt nebenan befand sich der ehemalige Kristallpalast, allesamt Gebäude, die im Krieg zerstört wurden und glücklicherweise bleibt wenigstens das Hotel so erhalten. So, ich hoffe, ich konnte euch genug mit Informationen versorgen und nächste Woche gibt es dann wieder ein Video am regulären Tag. Mittwochs ist ja immer mein Hochladtag. In diesem Sinne verabschiede ich mich von euch, wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns und hören uns hoffentlich nächste Woche. Bis dahin, macht's gut und ciao.